Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Und ich traue mich irgendwie gar nicht in das Spiel reinzugehen. Die letzte Folge hat mich doch sehr mitgenommen. Es war echt gut gemacht, so vom Aufbau her, alles erst so Sternenhimmel und viele Erklärungen. Dann kam das wie ein schockierender Moment, der Schluss. Und ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Deshalb will ich mit euch zusammen einfach mal das Spiel laden. Field Study Tag 3. Wie könnt ihr jetzt übers Essen reden? Na, wahrscheinlich, weil ihr ja nicht wisst, was gerade um 2.55 Uhr passiert ist. Also vor ungefähr 3,5 Stunden. Ah, das war ein großartiges Essen. Ich krieg keinen weiteren Bissen mehr runter. Und dabei haben wir gestern doch so viel schon gegessen. Da bin ich überrascht, wo ich dieses Essen jetzt auch noch lassen konnte. Naja, ihr seid ja alle noch im Wachstum. Also, esst schön auf. Reiten verbraucht ja auch viel Energie. Also schlage ich vor... deshalb glaube ich, dass eine derartige große Portion ganz normal ist hier auf den Ebenen. Möchte noch jemand was? Nein, ich sollte besser ablehnen. Wenn da noch Hühnchen übrig ist, dann können wir es in Bambus einwickeln und mitnehmen. Wer weiß schon, vielleicht brauchen wir noch etwas zum Knabbern, während wir draußen sind. Okay. Lass mich auch helfen. Und dann werde ich mal den übrig gebliebenen Tee für euch abfüllen. Oh, danke. Ihr seid einfach zu gütig. Ihr seid unsere Gäste. Was wären wir für schlechte Gastgeber, wenn wir euch nicht entsprechend behandeln? Aber egal, hier ist die große Liste der Aufgaben, um die ihr euch heute kümmern sollt. Ach so, ich dachte ja, dass wir gestern Vormittag eine Aufgabensammlung bekommen hatten und dann gestern Nachmittag. Und das, weil die Anreise so weit ist, wir nur einen Tag eigentliche Feldstudie haben, aber jetzt haben wir doch zwei. Aber nur eine Aufgabe, ein Monster. Ein großes, unbekanntes Monster wurde im nördlichen Teil der Hochlande gesehen. Es muss auf jeden Fall besiegt werden. Und wir sollen mit Lakan sprechen. Ja, Lakan, du hast uns gerade den Umschlag gegeben. Ich dachte, es könnte nicht schaden, wenn ich euch weniger Aufgaben gäbe als gestern. Nutzt die Zeit zu eurem Vorteil und macht das, was euch am ehesten in den Sinn kommt. Vielleicht verlasst ihr die eingetretenen Pfade, also die betretenen Pfade. Okay, verstanden. Vielen Dank nochmal für alles. Möchtest du noch ein bisschen mehr Zeit mit deinem Großvater verbringen, Alisa? Es klingt so, als hättest du gestern nicht so viel Gelegenheit dazu gehabt.
Ich also. Gwyn hat doch bei den Ältesten übernachtet, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass er ein Frühaufsteher ist. Wir hätten kein Problem damit, die Aufgaben heute Morgen ohne dich zu erledigen, falls du ein bisschen Zeit mit ihm verbringen möchtest. Aber... Lakan, bist du da? Ja, ich bin da. Guten Morgen. Großvater. Norton. Guten Morgen zusammen. Entschuldigt die Störung. Wenn ich mir die Gesichter von euch so anschaue, scheint nicht alles in Ordnung zu sein. Ich fürchte, da liegst du richtig. Wir haben eine Nachricht aus Zender Gate erhalten vor kurzem. Es sieht so aus, als wäre der Wachturm der kaiserlichen Armee angegriffen worden. Cool, wie die Musik da auch aufhört. Was? Es scheint mitten in der Nacht passiert zu sein. Und das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Offensichtlich wurde auch die Basis der republikanischen Armee angegriffen. Das wird keine schöne Sache werden. Aldebaran. Okay, dieser Ausblick gerade war schon mal recht beruhigend. Es ist jetzt ja nicht direkt eine große Offensive gestartet, sondern die Luftschiffe, einmal von der Republik und einmal vom Kaiserreich, die haben sich ja nur beobachtet. Und offensichtlich ist Generalleutnant Zechs auch auf den Wachturm gestiegen, der steht also auch noch. Wie immer wird zuerst die Luftlandedivision ausgesendet. Das ist tatsächlich so. Bei den Amerikanern ist es immer gern die 101. Fallschirmjägerstaffel. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie auch die Panzerregimenter in Bewegung setzen. Generalleutnant. Und da haben wir Gewissheit. Ich kann den Tod zweier Wachleute bestätigen. Ja, das sind dann Setz ist der Faulpelz und der andere hieß Roan. Weitere drei haben schwere Verletzungen davon getragen, aber wir konnten ihren Zustand stabilisieren. Ich verstehe. Die Sanitäter sollen sich um sie kümmern, sobald sie hier eintreffen. Jawohl, Sir. Und kontaktiert Zender Gate. Macht die 3. Panzerdivision mobil. Ich möchte, dass alle gepanzerten Fahrzeuge bereit für den Abmarsch sind, bevor ich zurückkehre.
geht hier Schlag auf Schlag. Hey, bist du sicher, dass ihr unsere Hilfe nicht braucht? Ich schätze ja euren Eifer, aber wir kommen schon zurecht. Für den Fall der Fälle sind wir auch schnell dabei, die Siedlung hier fortzubewegen. Das gleiche gilt für dich, Gaius. Ich vermute, ihr werdet nach Xander Gate reisen, um mehr über die derzeitige Lage zu erfahren. Nicht als, also beziehungsweise er hat jetzt nur mit Gaius gesprochen, also du wirst nach Xander Gate fahren, nicht als Bürger des Nordens, sondern als Student der Tor Militärakademie. Ja, das werde ich. Bleibst du hier, Großvater? Ja, ich werde hier bleiben. Ich kann ja den Truck nicht benutzen. Ach nein, Entschuldigung. Ich kann ja schließlich den Truck benutzen, so. Und wo ich sowieso schon mal hier bin, jetzt habe ich die Stimme schon wieder falsch, könnte ich auch dafür sorgen, die Siedlung hier abreisebereit zu machen. Okay, dann pass gut auf dich auf. Es tut mir leid, Ältester, Lakan. Ich fühle mich ganz schrecklich, dass ich euch nicht helfen kann, wenn ihr meine Hilfe am meisten braucht. Ja, du hast doch deinen eigenen Job zu erledigen. Es gibt da keinen Grund, dich auch noch um uns zu sorgen. Mögen die Segnungen der Winde und der Göttin mit euch allen sein. Passt auf euch auf. Das werden wir. Wir müssen sofort nach Xander Gate. Ja, in der Tat. Wir müssen alles rausfinden, was passiert ist. Der Kameramann Norton kommt mit. Und der Norden, also der nördliche Teil der Hochlande, ist unzugänglich. Aber temporär. Du hast noch ein... Achso, genau, du kriegst jetzt... Mit dir muss ich erstmal sprechen wegen des Monsters. Erstmal so normal. Er sagt nochmal, Gaius soll seinem Herzen folgen und nichts bereuen, was auch immer er tut. Entschuldige mich, Lakan, ich würde dich gerne ein paar Dinge fragen über das Monster, was wir besiegen sollen. Ja, schieß los. Es ist zwar keine eurer notwendigen Aufgaben, aber es kann ja nicht schaden, mehr darüber zu wissen, nur für den Fall der Fälle. Unter diesen Umständen würden wir gerne etwas über das Monster selbst erfahren. Laut der Anfrage wurde ein derartiges Monster hier noch nie zuvor gesehen. Ja, ich kann bestätigen. Allein die Erscheinung von diesem Vieh ist schon ein Mysterium. Was ich sah, also er hat es selbst gesehen, was ich sah, war kein gewöhnliches Monster, sondern ein Riese aus Stein. Ein Riese aus Stein? Das klingt doch so wie die Golems aus alten Märchen. Auch bei uns gibt es Legenden von derartigen Kreaturen. Und jetzt, wo du es erwähnst, das Monster sah denen aus den Geschichten sehr ähnlich. Das ist doch bizarr. Oh, ich habe da ein schlechtes Gefühl. Ich auch. Egal, wir sollten auf jeden Fall uns schnell des Monsters entledigen, bevor irgendwas passiert. Ja, genau deshalb habe ich euch diese Aufgabe übertragen.
wenn ihr es angeht, geht in die südwestliche Region der Hochlande. Achso, nein. In die südwestliche Region der nördlichen Region der Hochlande. Aber bedenkt, dass es keinen Grund gibt, euch selbst zu übernehmen, falls es gefährlicher sein sollte als angenommen. Okay, verstanden. Danke für die Information, Vater. Naja, zumindest sollten wir uns selbst mal einen Überblick verschaffen und das Monster mal selbst ansehen. Dann können wir immer noch entscheiden. Das klingt fast so, als sollten wir es nicht besiegen. Naja, ja, seid vorsichtig da draußen. Mögen die Segnungen der Winde und der Göttin mit euch sein. Da komme ich jetzt also nicht hin. Denn in den Norden darf ich ja nicht. Tja. Haben wir Alisa dabei? Ja, genau. Dann schaue ich mal nach, ob ich hier in der Siedlung noch irgendwas tun muss. Wenn ich den richtigen Zettel finde. Ich habe extra vorher nicht drauf geschaut, um nicht zu sehen, dass da irgendwas Bestimmtes passiert. Okay, also hier muss ich nichts machen. Es scheint wohl gleich erstmal so normal weiterzugehen. Können wir hier noch mit Opa sprechen? Nein, der ist weg. Tut mir wirklich leid, euch Leuten dieses hier anzutun oder aufzubürden. Ihr habt mir ja schon mehr als genug geholfen gestern. Kein Problem. Das muss diese Art von Eilmeldung sein, von der jeder Pressefotograf träumt. Ja, trotzdem nagt es an mir. Wie ist es denn möglich, dass zur gleichen Zeit die kaiserliche und die republikanische Basis angegriffen wurden? Ja, da hatte ich ja kurz spekuliert, ob das schon direkt so ein Vergeltungsschlag war von der Republik. Aber das schien ja wirklich dann innerhalb von einer Minute geschehen zu sein. Das ging dann ja nicht so schnell mit Vergeltung. Das heißt, irgendeine dritte Partei wird wahrscheinlich Anschläge oder sowas verübt haben. Glaubst du, dass eine Partei angegriffen hat und die andere ganz schnell einen Vergeltungsschlag ausgeführt hat? Da ist jetzt keine Zeit, drüber nachzudenken. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen nach Sendergate, so schnell wir können. Okay, selbst reiten kann ich noch. Ich dachte, wir sparen uns das vielleicht jetzt. Und das war ja links unten, ne? Boah, was da für viele Leute sind. Ich guck nur mal, ob auf der Karte sonst noch irgendwie ein Ausrufezeichen ist. Nö. Gut, dann versuche ich mal den Weg zu finden. Ja! Yeah.
Eigentlich, wenn wir jetzt so ganz normale Studenten wären, dann wäre unser vorrangiges Ziel wahrscheinlich hier wegzukommen. Solange noch Züge fahren. Eigentlich wollen wir bestimmt nicht in dem Kriegsgebiet hier bleiben. Aber wir sind ja keine normalen Studenten. Bin ich hier noch richtig? Ja. That's one of the Imperial Army's airships. This situation is looking worse by the minute. We need to hurry. Yeah. Ganz schön schnell, wenn man jetzt überlegt, wie schnell wir reiten und das Luftschiff dagegen. Wobei ja gesagt wurde, irgendwo stand mal im Internet, dass die Luftschiffe wohl ungefähr 90 Kilometer pro Stunde schnell sind. Those are armored cars from the Imperial Army. Damn, this isn't looking good. Ich weiß nicht, sind das Armored Cars? Für mich sieht das eher aus wie Panzer. Sieht nach der 3. Panzerdivision der Kaiserlichen Armee aus. Und sie machen sich wohl abmarschbereit. Danke, Leute. Lass mal sehen, ob ich die Erlaubnis bekomme, zu fotografieren. Ich frage mich, wo Generalleutnant Zechs wohl ist. Ja, wir müssen ihn finden, damit er uns verrät, was hier los ist. Ich hatte schon vermutet, dass sie hier auftaucht. Generalleutnant? Hattet ihr anderweitig zu tun? Ja, ich wollte mich in der Gegend nochmal umsehen, als Vorsichtsmaßnahme. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ihr kommt zum richtigen Zeitpunkt. Ein Frachtzug nach Rohr fährt in 30 Minuten ab. Nee, da kriegst du uns nicht rein. Ich möchte, dass ihr alle in diesen Zug steigt und eure Exkursion so schnell wie möglich beendet und zur Akademie zurückkehrt. Das ist die logische Entscheidung. Also nur in einem Rollenspiel würde man anders handeln. Was? Aber Sir! Während die Dinge davon abhängen, was die republikanische Armee tut, sind wir unter dem Strich doch nur noch einige Stunden entfernt von einem bewaffneten Konflikt mit der Republik Calvard. Ich habe bereits alle Leute in der Siedlung informiert. Haben sie die Nachricht nicht an euch weitergereicht? Sei es, wie es sei. Wir können nicht einfach den Schwanz einziehen und so tun, als wäre nichts geschehen. Generalleutnant. Hast du herausgefunden, welche Seite zuerst angegriffen hat? Gaius. Ja, das ist die zentrale Frage hier. Es wird noch immer untersucht. Ihr habt meine Versicherung, dass die kaiserliche Armee nicht angegriffen hat. Wir haben nicht den ersten Schritt getan. Und wir haben auch nicht zurückgeschlagen. Okay, ich glaube ihm. Vor allen Dingen anhand der Vorgeschichte, was wir so in der Kantine und so über ihn gehört haben. Allerdings wurde der Wachturm unserer Armee zerstört. Und einige Wachen haben ihr Leben verloren.
Als kommandierender Offizier von Sender Gate bin ich nun gezwungen zu handeln. Also gab es wirklich Verluste. Lass uns mal annehmen, dass der Schaden, der von der republikanischen Armeebasis ausgeteilt wurde oder eingesteckt wurde, das muss ich nochmal eben nachgucken, sustained. Ich würde sagen, es ist eingesteckt worden, also dass die auch Schaden genommen haben. Ja, erleiden, genau. Also nehmen wir mal an, dass der Schaden an der republikanischen Basis in Wirklichkeit Sabotage durch die eigenen Streitkräfte war. Wie übel war denn der Schaden? Etliche ihrer Einrichtungen haben schwere Strukturschäden davongetragen. Ihre Verluste sind mindestens genauso groß wie unsere. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, sie sind noch größer. Aber wenn sie noch mehr Schaden davongetragen haben als wir, das ergibt dann überhaupt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn, dass die angegriffen haben. Also, wie gesagt, es muss eine dritte Partei gewesen sein oder jemand aus dem Kaiserreich oder aus der Republik, der als eine Art dritte Partei fungiert, der halt irgendwie einen Krieg auslösen will. Aber ich glaube vielleicht sogar, dass es weder jemand aus dem Kaiserreich war, noch jemand aus der Republik Kalva. Das könnte auch ja ein anderes Land einen Vorteil davon haben. Wer weiß. Ich glaube, wir sind über den Punkt hinaus, wo wir noch unsere Möglichkeiten diskutieren können. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um einen vollständigen Krieg zu verhindern. Aber wir bereiten uns auf die Möglichkeit von bewaffneten Auseinandersetzungen vor. Und ich vermute, sie werden das Gleiche tun. Aber das klingt alles so falsch. Wenn das deine Meinung ist, Generalleutnant, wirst du mir dann wenigstens erlauben, auf eigene Faust zu untersuchen, was passiert ist? Gaius! Auf unsere eigene Faust untersuchen? Wie dir bewusst sein dürfte, kenne ich die Hochlande wie meine Westentasche. Und wenn irgendjemand den Frieden meiner Heimat bedroht, dann werde ich keine Ruhe geben, bis ich die Wahrheit herausgefunden habe, was passiert ist. Meinst du das im Ernst? Wir werden alles tun, um dir zu helfen. Ich glaube, das fällt auch in das Gebiet unserer Exkursion. Nein, wartet. Das ist ein Problem der Leute im Norden. Nordmänner. Nee, ist es nicht. Das ist auch ein Problem des gesamten Kaiserreiches und das Problem der Republik Kalvat und des Nordens. Es gibt keinen Grund für euch alle hier zu bleiben und eventuell Opfer von Kollateralschaden zu werden. Ein Klassenkamerad und Freund bleibt zurück? Ist das nicht Grund genug? Ich bin ein Sohn des Hauses Albarea. Ich werde niemals den Namen meiner Familie entehren, indem ich
vor einer Gefahr davonlaufe. Übrigens haben doch deine Leute so viel für meinen Großvater getan. Gaios, erinnerst du dich noch, was ich sagte am Bahnhof in Heimdall? Die wichtigste Sache ist, dass wir alle sicher und wohlbehalten zurückkehren. Alles andere ist sekundär. Oder zweitrangig, wenn es sich immer diese Wort für Wort übersetzt, sonst mag ich ja nicht so, wenn ich auf Deutsch genau das sage, was da auf Englisch auch steht. Tja, den Kampf hast du wohl verloren, Gaius. Generalleutnant, ich... Wir haben momentan 10 Uhr und 5 Minuten. Ich erlaube euch, eure Untersuchung bis 12 Uhr und 30 Minuten durchzuführen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um mögliche Konflikte bis dahin aufzuschieben. Das klingt jetzt schon ganz schön krass, also dass jetzt ein Generalleutnant seine Militäraktion um 2,5 Stunden verschiebt. Aber ich glaube, dass auch Zechs ein Interesse daran hat, zu wissen, was vorgefallen ist. Und er selbst kann ja schlecht untersuchen. Und Gaius wird das besser machen als die normalen Soldaten. Danke, Sir. Dann haben wir keinen Moment zu verlieren. Wir sollten erstmal zum Wachturm reiten, der angegriffen wurde. Ja, das klingt nach einem guten Ort, um mit der Untersuchung zu beginnen. Danke. Wirklich. Ich schätze das mehr, als ihr ahnt. Ach, ist doch keine so große Sache, ehrlich. Ich kann Alisa nur zustimmen. Wir sind doch Klassenkameraden. Und viel mehr noch, wir sind Freunde. Ja, und diese Angelegenheit ist von größter Wichtigkeit für dich. Ich weiß, du willst deine Leute beschützen. Aber das ist bestimmt nicht der einzige Grund, warum du das tust, richtig? Ja, du hast mich erwischt. Es hat damit zu tun, als ich damals die Empfehlung des Generalleutnants annahm und in der Akademie gelandet bin. Ich bin sicher, jeder von euch hat die gleichen Gefühle, was eure Heimat betrifft. Aber ich liebe dieses Land von ganzem Herzen. Der Wind, der über die Hochlande streift, die weiten Gebirgszüge, der klare blaue Himmel, die atemberaubende Schönheit der aufgehenden Sonne, die Melancholie des Sonnenuntergangs, das Funkeln der Sterne in der Dämmerung. Ich liebe einfach alles an diesem Land, an dem Norden. Der Norden ist ein Teil von mir. Wow, ich wusste gar nicht, wie viel der Norden dir bedeutet. Ja, ich mag Rohr ja eigentlich auch, allerdings... Also ich kann mir jetzt niemand anders vorstellen, der seine Liebe für seine Heimat so poetisch kundtut. Aber wenn du sie so liebst, warum hast du sie dann verlassen? Wenn du den Norden so sehr liebst, wenn der Norden ein Teil von dir ist, was hat dich dann dazu getrieben, einer Militärschule beizutreten? In einem fremden Land? So weit weg? Ja, das wundert mich nicht, dass du das seltsam findest. Um ehrlich zu sein, habe ich selbst noch nicht ganz begriffen, was mich dazu getrieben hat. Als ich damals Kind war, hat die republikanische Armee eine Basis
in den östlichen Ebenen gebaut. Und die kaiserliche Armee hat darauf geantwortet mit ihrem Wachturm. Und dadurch wurde ich von Jahr zu Jahr immer unruhiger. Und vor einigen Jahren kam ein wandernder Priester der Septianischen Kirche und der hat mir die gesamte Geschichte des Kontinents beigebracht. Und eine Sache, die mir immer im Gedächtnis bleiben wird, ist, wie viele Leben es gekostet hat oder wie viele Leben die Konflikte zwischen diesen Großmächten gekostet haben. Eine andere wichtige Sache war, wie stark die Sphärorevolution das Leben der Menschen beeinflusst hat. Selbst die alten Konzepte von Zeit und Entfernung haben sich so stark verändert. Und dadurch hat die Sphärorevolution die Welt in gewisser Weise kleiner gemacht. Und dadurch wurde mir eine traurige Wahrheit bewusst. Eine, die mir jetzt immer noch Angst macht. Ich begriff, es könnte keine Garantie geben, dass meine Heimat für immer friedlich bleiben würde. Dass eines Tages sie in die Konflikte von Fremden hineingezogen würde und vielleicht besetzt würde und ja ins Verderben gerissen werden würde, wobei ja eigentlich in die Unfreiheit. Ich kann ja gar nicht glauben, dass du schon als Kind über so gewichtige Sachen nachgedacht hast. Also dann bist du der Akademie beigetreten, um mehr über diese Welt da draußen herauszufinden, die eine Bedrohung für dich darstellen könnte. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Als mir bewusst wurde, wie ängstlich ich war, wusste ich, ich konnte davor meine Augen nicht verschließen. Ich wollte etwas tun, irgendwas, um dieses Land zu beschützen. Und wie es das Glück für mich wollte, habe ich den Generalleutnant getroffen. Er ist derjenige, der mir von der Tor Militärakademie erzählt hat. Eins führte zum anderen, er bot mir ein Empfehlungsschreiben an und bevor ich mich versah, habe ich sein Angebot angenommen. Tja, da war ich noch grün hinter den Ohren und schon auf dem Weg im Ausland zu studieren und keine Ahnung hatte ich, wie das Leben im Kaiserreich wohl sein würde. Wenn ich da nun zurückblicke, hast du wohl recht, dass ich genau das dachte, was du jetzt gesagt hast. Ehrlich. Ich habe noch niemals einen besseren Grund eines Studenten gehört, sich für die Akademie einzuschreiben. Ja, dem muss ich zustimmen. Ich weiß nicht, oder ich kenne nicht so viele Leute, die ihre Heimat so sehr lieben, dass sie sie zurücklassen würden, nur um einen Weg zu finden, um sie zu beschützen. Ja, das ist wirklich eigentlich eine klasse Sache. Jemand liebt seine Heimat, verlässt sie, damit es seiner Heimat gut geht. Das heißt, er gibt ja eine Menge auf für sich selber, aber bringt seiner Heimat dadurch viel mehr, als er sich selbst wegnimmt. Okay,
Ich glaube, nicht viele Leute in Erebonia denken auf dieselbe Weise. Aber ich glaube, ich verstehe langsam. Alisa. Ach, nur so ein Gedanke. Aber da jetzt Gaius sein Herz ausgeschüttet hat, können wir jetzt hier nicht einfach so weg. Nicht nachdem die Leute des Nordens uns so freundlich willkommen geheißen haben, uns wie ihre eigene Familie behandelt haben. Ja, richtig. Mehr kann man wirklich nicht verlangen. Ja, dem stimme ich zu. Wir werden der Sache auf den Grund gehen, was hier geschehen ist. Und wir werden verhindern, dass ein Krieg ausbricht. Der Norden ist zwar nicht unsere Heimat, aber er ist trotzdem ein wichtiger Nachbar. Und das sagt Jusis, der ganz aus dem Süden kommt, also am weitesten weg vom Norden lebt, ne? Ich werde alles tun, um euch zu unterstützen. Danke euch allen. Also wirklich, vielen Dank. Boah, der sieht ganz schön runtergekommen aus jetzt. Man kann den Geschossschaden überall entdecken, wobei ich nochmal sicher gehen will, ob Shell nicht noch auch eine andere Bedeutung haben kann. Also natürlich Muschel, aber ja, also das Granatbombardement. Man kann den Schaden des Granatbombardements überall erkennen. Es ist noch schlimmer, als ich vermutete. Ja, sie haben ja auch Verluste bestätigt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir jemals so etwas anblicken müssten. Aber als Studenten einer Militärakademie sind solche Anblicke immer im Rahmen des Möglichen. Auch wenn ich kaum erwartete, dass mein erster Anblick solcher Zerstörung der Funken sein würde, der unseren Krieg mit Calvat entzündet. Vielleicht ist das für Studenten wie uns zu viel. Nein. Wir haben schon früher Situationen erlebt, die uns unmöglich erschienen. Und jedes Mal haben wir es doch geschafft. Wir müssen einfach ruhig bleiben und nachdenken. Ich bin sicher, wir können hier etwas bewirken. Ja, das Ruhigbleiben ist immer das größte Problem. Wenn man so eine, irgendwie eine furchtbare Situation hat, dass man in Panik gerät und dann gar nicht mehr klar denken kann. Ja, da hast du recht. Das stimmt. Wir sollten uns darauf konzentrieren, was wir hier tun können. Genau, man muss an das denken, was man tun kann und nicht an das denken, was man nicht tun kann. Was immer wir entscheiden, wir müssen erstmal begreifen, was hier überhaupt los ist. Okay, dann finden wir mal den kommandierenden Offizier und bekommen die und holen uns die Erlaubnis, eine Untersuchung zu beginnen. Ich verstehe. Wenn Generalleutnant Zechs euch die Erlaubnis gegeben hat, dann habe ich keinen Grund abzulehnen. Vielen Dank. Allerdings möchte ich klarstellen, dass ein bewaffneter Konflikt mit der Republik Calvat jeden Augenblick ausbrechen kann. Wir sind voll damit beschäftigt, wachsam zu bleiben gegenüber allen Bedrohungen aus dem Osten.
Ihr habt die Erlaubnis, mit den Soldaten hier zu sprechen, aber behindert sie nicht bei ihren Arbeiten. Verstanden. Okay, legen wir los. Ja, wir sollten dann erstmal mit den Soldaten reden und die Schäden begutachten. Ja, das klingt sehr weise. Sobald wir die Informationen haben, die wir brauchen, können wir sie dann zusammensetzen. Okay, legen wir los. Ich schaue mir erstmal hier das an. Das heißt, wir haben 4 Sachen mit Ausrufezeichen. Das heißt, ich mache erstmal das, was nicht Ausrufezeichen ist. Hier komme ich wahrscheinlich nicht rein. Also hier könnten wir Schäden begutachten wahrscheinlich. Okay. Ich will trotzdem nochmal erst woanders hin. Einmal gucken, was hier unten wäre. Also ich will natürlich nicht zurück, aber da steht ja noch eine Person. Ja, eine Person. Mr. Ed steht da. Aha. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Der ist halt von der Ingenieursbrigade. Hat Werkzeuge und so dabei und da können wir jetzt Sachen kaufen. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn der Master Quartz dabei gehabt hätte. Habe ich eigentlich die andere Sache schon ausgerüstet? Genau. Gut, dass ich gerade noch dran gedacht habe. 10 Stärke, 10 Arts. Das wäre eigentlich was für Alisa. Oder na, für Yusuf ist es gar nicht mal so. Ich denke, für Alisa wäre das ganz gut. Auf jeden Fall besser als das. Event Mute oder nehmen wir doch... Nee. Stärke braucht Uses nicht so viel. Gut. Achso, genau. Was hast du noch? Hast du noch irgendwelche tollen... Können wir was aufrüsten hier? Nein. Irgendwelche tollen Quarze. Ne, kennen wir alle schon. Ne, gut. Dann brauchen wir nichts von dir. Dann reden wir mit euch beiden. Ihr habt nämlich keine Ausrufezeichen. Wir müssen all unsere Wachsamkeit Richtung Osten richten. Achso, wir können mit seinen Leuten reden, aber sollen ihnen nicht im Weg rumstehen. Wir müssen unsere Überwachung der republikanischen Armee so schnell wie möglich wiederherstellen. Von nun an wird die 3. Panzerdivision hier stationiert sein und die Überwachungsaufgaben übernehmen. Zuerst und am wichtigsten ist aber, dass wir verstehen, was hier überhaupt geschehen ist. Gut, dann fangen wir mal von da an. Gucken uns die Trümmer hier mal an. Das ist... Was ist denn los, Alisa? Gibt es da etwas Ungewöhnliches? Bei dem Metallschrott.
Ich wusste es. Das ist eine Haubitzenhülse, die von der Reinfort-Gruppe hergestellt wurde. Bist du sicher? Ja, ich habe sie schon vorher mal gesehen. In der Fertigungsstraße. Es gibt nur ein paar Modelle, die in der Lage sind, diese Art von Geschoss abzufeuern. Das legt denn ja nahe, dass die Haubitze, die das abgefeuert hat, auch von der Reinfort-Firma stammt. Aber wenn wir das als wahr annehmen, dann ist es doch viel unwahrscheinlicher, dass die Republik dafür verantwortlich ist. Ja, das stimmt. Warum sollte die republikanische Armee eine Waffe benutzen, die im Kaiserreich gefertigt wurde? Ja, es ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Tja, selbst wenn wir Täuschungen in Betracht ziehen, scheint es unwahrscheinlich zu sein, dass Calvard so weit gehen würde, um ihre Einmischung oder ihre Beteiligung zu verbergen. Und wenn man dann noch bedenkt, was auf dem Spiel steht. Wenn man allerdings bedenkt, was auf dem Spiel steht, können wir diese Möglichkeit nicht komplett ausschließen. Ja, das hier könnte ein wichtiger Hinweis sein, um das Mysterium zu lösen. Oh, Zetz hat's doch überlebt. Roan, warum bist du gegangen und mir einfach weggestorben? Zetz. Er scheint sehr niedergeschlagen zu sein. Ich verstehe schon ein bisschen, wie er sich fühlt. Ich lag richtig, als der Schichtwechsel war. Da kam Roan, um mich abzulösen. Und ich habe mit ihm geplaudert, wie immer. Da hat uns das erste Geschoss getroffen. Das muss gegen 3 Uhr morgens gewesen sein. Also es ist gegen 3 angefangen. Genau mitten in der Nacht. Ich war der Ausguck. Ich hätte irgendwas bemerken müssen, dass irgendwas nicht stimmt. Aber die Explosion hat mich völlig überrascht. Ich war mir so sicher, dass hier draußen niemals etwas geschehen würde. Und als dann tatsächlich etwas geschah, war ich total nutzlos. Wenn ich nur ein bisschen aufmerksamer gewesen wäre, wenn ich ein besserer Soldat gewesen wäre, dann könnte Roan vielleicht sogar noch leben. Ah, das ist nicht deine Schuld. Niemand hätte so etwas vorhersehen können. Du kannst dir nicht die Schuld dafür geben, dass deine Wachsamkeit nachlässt, nachdem du in ein so friedliches Gebiet versetzt wurdest. Und sie haben ja auch in der schwärzesten Nacht angegriffen. Wohl wissend, dass ihr da nicht so wachsam sein würdet. Ich frage mich, ob wirklich die republikanische Armee dahinter steckt. Ja, da brauchen wir erst mehr Informationen, bevor wir das mit Sicherheit sagen können. Ich glaube nicht, dass sie das waren. Da ist irgendwas anderes passiert, bevor wir angegriffen wurden. Wir hörten eine Explosion aus der Basis der Republikaner. Und als wir nachsahen, sahen wir Rauch aufsteigen. Was? Ja, wir wissen ja, dass beide Basen angegriffen wurden. Aber fanden beide Angriffe wirklich zur selben Zeit statt?
Falls das so ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine der beiden Armeen dafür verantwortlich war. Aber wer ist dann verantwortlich? Wir sollten das im Kopf behalten, während wir das Mosaik zusammensetzen. Okay, das war uninteressant. Was ist hier? Das ist furchtbar. Ja, wirklich. Sie wurden schlimm getroffen. Und wenn man dann noch überlegt, dass es auch menschliche Verluste gab. Ihr wisst schon, dass die kaiserliche Armee nicht einfach nur da sitzen wird und Däumchen dreht, nachdem sie so einem Angriff ausgesetzt wurde. Sie haben ja einen Ruf zu verlieren. Hey, es sieht so aus, als wäre der meiste Schaden an der Südseite des Gebäudes. Glaubst du, dass derjenige, der den Angriff ausführte, es vielleicht aus den Hochlanden gemacht haben könnte? Ja, das scheint sehr wahrscheinlich. Aber wo in den Ebenen oder von wo in den Ebenen könnten sie einen Angriff durchgeführt haben? Ja. Also es muss ja auf jeden Fall die aus dem Süden denn wohl sein. Und da fällt mir als bemerkenswertes Ding nur der Steinkreis ein. Aber also wir haben ja auch die ganzen Hochlande abgereist. Da war ja nichts. Keine Waffe und so. Die müsste dann ja innerhalb der Nacht irgendwo mal daher geschafft worden sein. Schwer zu sagen. Naja, die Hochlande sind unglaublich weitläufig. Wir brauchen erstmal einen Hinweis, um zu sehen, wo wir mit der Suche beginnen können. Ja, hoffentlich finden wir hier etwas, was uns in die richtige Richtung schickt. So, jetzt muss ich doch nochmal eben nachschauen, ob ich jetzt hier einfach alle Ausrufezeichen benutzen darf oder ob ich vorher noch was Wichtiges tun muss. Nee, okay. Wir müssen mit den Leuten reden und dann nochmal mit dem Wachmann. Okay, wie ist die Lage in der republikanischen Armee? Ja, es ist ziemlich viel Leben reingeraten. Also die laufen viel umher, hektisch umher. Wir haben auch die Bestätigung von vielen gepanzerten Fahrzeugen, die das Gebiet betreten und verlassen. Ja, wir haben ja gehört, dass auch ihre Basis ziemlich übel erwischt wurde. Und selbst von hier aus betrachtet sieht es so aus. Ja, der Generalleutnant sagte, dass die republikanische Basis mindestens genauso hart getroffen wurde wie der Wachturm. Wenn nicht noch härter. Aber wir glauben, dass sie auch dafür verantwortlich sind. Sie brauchen einfach einen Grund, um uns anzugreifen. Und das da sieht mir sehr nach einem Grund aus. Glaubst du wirklich, dass das stimmt? Aber dieser Schaden sieht so dramatisch aus. Ach, die waren einfach ein bisschen übereifrig mit ihren Explosivstoffen. Macht eh keinen Unterschied.
Wenn sie verrückt genug sind, uns anzugreifen, werden wir sie zur Grenze zurückfegen. Alle Soldaten hier scheinen ihre Zweifel zu haben. Aber ohne einen wirklichen Beweis werden wir sie nicht von irgendetwas überzeugen können. Wir sollten die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es ein absichtlicher Akt der Sabotage war durch die Streitkräfte Calvards. Okay, mehr Informationen können wir hier wohl nicht erlangen. Ja, das glaube ich auch. Jetzt müssen wir analysieren, was wir herausgefunden haben. Erstmal sollten wir uns ein Bild machen, was passiert ist, als der Angriff geschah. Ja, das scheint wohl am besten zu sein. Also, zuallererst, zu welcher Zeit ist denn der Angriff geschehen? 3. 2.55 Uhr, um genau zu sein. Es war 3 Uhr morgens. Ja, so hat uns ja der Wachmann erzählt. Aber da ist ja noch mehr passiert. Das stimmt. Die republikanische Armee oder die Basis der republikanischen Armee musste ja auch einen Angriff einstecken. Und dem Generalleutnant zufolge haben sie größere Verluste erlitten als wir hier. Ich glaube, wir können mit Sicherheit ausschließen, dass die republikanische Armee ihre eigenen Streitkräfte bombardiert hat. Aber es gibt auch keinerlei Beweis, dass die kaiserliche Armee einen Angriff ausgeführt hat. Alles, was wir wissen, dass beide Seiten angriffen und dass beide Seiten schwere Schäden einstecken mussten. Allerdings ist es genau wie Alisa sagte, dass wir keinen Beweis haben, dass eine der beiden Seiten dafür verantwortlich war. Wenn wir das als Tatsache hinnehmen, dann ist das wahrscheinlichste Szenario, dass die Verantwortung bei einer dritten Partei liegt. Also glaubst du, dass eine dritte Partei hinter den Kulissen arbeitet, um beide Länder in einen Krieg zu treiben? Die Spannungen zwischen dem Kaiserreich und der Republik waren schon immer hoch. Aber verglichen mit anderen Gebieten gleichen politischen Gewichts waren die nördlichen Hochlande immer so friedlich. Mir fällt absolut kein Grund ein, warum eines der beiden Länder sich dafür entscheiden würde, diesen Frieden zu durchbrechen. Ja, dem stimme ich zu. Wenn überhaupt, würden die negativen Folgen doch viel stärker wiegen als die positiven, und zwar für beide Parteien. Wenn das hier Crossbill wäre, dann wäre es vielleicht eine ganz andere Geschichte, aber hier... Jetzt, wo du es erwähnst, wir haben doch noch was anderes Seltsames gefunden, bezüglich des Angriffs auf den Wachturm. Etwas, das auf eine Einmischung einer dritten Partei hindeutete. Ja, etwas anderes Seltsames bezüglich des Angriffs auf den Wachturm. Ich glaube, sie meint das hier. Also die Timeline, die haben wir schon durch. Also ich hätte jetzt im ersten Augenblick, wenn jetzt die Antwortmöglichkeiten da nicht stünden, hätte ich gedacht, es ist die Waffe, die benutzt wurde. Aber das ist ja eigentlich, glaube ich, falsch.
Denn das Gebiet, was angegriffen wurde, das ist ja der südliche Teil des Turms gewesen und nicht etwa der östliche Teil. Und um mich zu vergewissern, werde ich aber nochmal eben einmal hinschauen auf mein Lösungsblättchen. Und nein, ich liege falsch. Aber das ergibt für mich keinen Sinn. Die Waffe deutet doch nicht auf eine dritte Partei hin. Du sprichst von den Haubitzen, die für den Angriff benutzt wurden, richtig? Ganz genau. Es sieht so aus, als ob die Sphärum-Haubitzen ein altes Reinfort-Modell wären. Ah, alt sagst du zum ersten Mal. Und da fände ich es sehr unwahrscheinlich, dass die republikanische Armee Waffen aus dem Kaiserreich benutzt. In der Tat, sie haben wenig Grund, es zu tun. Denn die Republik hat ja ihre eigenen wichtigen Sphärotechnologie-Fabriken. Und damit meine ich die Verne Company. Ja, die Verne Company fertigt die meisten Waffen der republikanischen Armee. Und dann ist da noch die Tatsache, dass die Haubitze hier sehr alt ist. Die kaiserliche Armee hat dieses Modell auch jahrelang nicht benutzt. Ich hörte, dass manchmal überschüssige Waffen den Weg auf den Schwarzmarkt finden und schließlich bei Söldnern enden. Oh, wenn man das berücksichtigt, dann scheint es wirklich unwahrscheinlich zu sein, dass eine der beiden Armeen die Waffe benutzt hat, um ihre Spuren zu verwischen. Ja. Allerdings gibt es eine weit wichtigere Frage, die wir beantworten müssen. Ja, was meinst du? Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir müssen wissen, von wo der Angriff überhaupt stattfand. Ja, das scheint aber schwierig herauszufinden zu sein. Aber ohne dieses wichtige Detail sind alle unsere anderen Spekulationen nutzlos. Wenn wir tatsächlich einen Krieg verhindern wollen, brauchen wir mehr als Spekulationen. Wir brauchen einen handfesten Beweis. Dem stimme ich zu. Aber die Hochlande sind doch viel zu weitläufig, um einfach nur blind drauf los zu suchen. Ah, jetzt fällt mir übrigens ein, wenn ich mir jetzt nochmal die Karte der südlichen Hochlande ins Gedächtnis rufe, dann ist der Wachturm ja ganz im Osten, klar. Und der Angriff kam aber aus dem Süden. Und da ist gar nicht mehr so viel Hochland südlich des Wachturms. Da müsste man gar nicht so viel absuchen. Ja, ganz besonders ist unsere Zeit ja knapp, da uns der Generalleutnant eine Deadline gesetzt hat. Ja, wir haben... Wir müssen aber gar nicht unsere Suche blind beginnen. Falls Alisa und Gaius mir mal kurz behilflich sind, dann kann ich dazu helfen. Hä? Was hast du denn vor? Wenn ich aus dem Einschlagspunkt und der Geschwindigkeit der Geschosse und dem Winkel der Haubitzengeschosse und dazu den Wind noch mit einberechne, dann könnte ich in etwa auf das Gebiet schlussfolgern, wo die Haubitze abgefeuert wurde.
Und das meinst du im Ernst? Das klingt leichter als gemacht. Ich versuche, was ich kann. Kennst du dich mit dem Geschoss aus, was verwendet wurde? Ja, ich glaube schon. Es ist ein altes Modell, aber ich könnte dir ein paar Rohdaten zur Verfügung stellen. Ja, das sollte ausreichen. Okay, schauen wir uns nochmal das beschädigte Gebiet an und starten unsere Berechnung. Kommt alle mit. Okay. Okay, ich glaube, wir haben jetzt einen ungefähren Ort. Ich glaube, dass die Haubitze südlich von hier abgefeuert wurde. Wow, Emma, du hast es drauf. Wenn wir diese Karte als Referenz verwenden, dann erfolgte der Angriff voraussichtlich aus diesem Gebiet. Okay, aber auch im Süden ist auch noch Kalvard. Also wir sehen ja die Grenze von den nördlichen Hochlanden, also... Oder sind das Straßen? Nein, das ist der Wachturm. Also da ist der Wachturm und rechts vom Wachturm verläuft die Grenze. Oder was ist das Rote? Das ist Rote, die Grenze, aber wo wäre dann Kalvard? Nein, nein, das ist schon alles richtig so. Und gemäß meinen Berechnungen dürfte der Abschuss nicht weit von hier geschehen sein. Wow. Ich kann gar nicht glauben, dass du das hier rausgefunden hast. Das geht aber weit über die Mathematik, die wir im Unterricht lernen, hinaus. Ich freue mich schon drauf, wie sich Regnitz abschwitzen muss, um dich damit in unserer nächsten Zwischenprüfung zu schlagen. Ach, das ist nur ein bisschen angewandte Physik. Und ohne Alisas und Gaius Hilfe hätte ich das auch nicht machen können. Es scheint so, als hätten wir ein großes, schönes Puzzlestück mitten in unserer Hand. Ja, klingt ganz so. Dann brechen wir mal auf und schauen uns um. Alles klar. Rean und die anderen berichteten ihre Funde den anderen Soldaten, oder nein, dem wachhabenden Soldaten, und baten ihn, die Information an Sender Gate weiterzuleiten. Danach setzten sie sich wieder in den Sattel und begannen ihre Suche. Okay, schauen wir mal, von wo das Geschütz wirklich abgefeuert wurde, das Geschoss abgefeuert wurde. Wenn Emmas Kalkulationen korrekt sind, sollte es von einem Punkt südlich des Wachturms abgefeuert worden sein. Und am wahrscheinlichsten von einem Ort, den man leicht übersehen kann. So dass man ihn nicht so leicht findet. Okay, schauen wir mal, ob wir irgendwas finden, was auf die Beschreibung passt. Wir müssen uns wahrscheinlich auf die Karte stürzen, um uns zu helfen. Ich frage mich, ob der Schuldige noch dort ist. Das spielt keine Rolle. Wir sollten einfach mal nachsehen. Ja, das machen wir aber erst morgen. Können ja mal einen Blick auf die Karte werfen.
Falscher Knopf? Nee, ist es vielleicht da beim Ausrufezeichen? Nein, glaube ich nicht. Gut, da gucken wir morgen mal nach. Und was da gerade noch gesagt wurde, dass der Schuldige vielleicht noch da ist, das macht mir ein bisschen Sorge. Okay, macht's gut. Tschüss.